Hallo, das bin ich und meine Frau. Ich bin der Gustav und das ist meine Frau Gustava. Hallo, willkommen. Magst du uns aufessen? Ja, bitteschön. Okay, guten Appetit. Dankeschön. Lecker. Katztastisch. Begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Yoshi's Island. Hier auf dem Katze-Kinderkanal. Folge 7. Uiuiui. Lakitus Yamatal. Okay. Dann mal los. Das ist so ein verrücktes Level, muss ich euch sagen. Und ganz wichtig, in diesem Level gibt es eine neue Verwandlung für uns. Mal sehen, was uns da erwarten wird. Uiuiuiui. Da ist mal wieder eine Blume, die Eier spucken kann. Die haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. Hey, stopp! Wow! Ein saltospringender Shy Guy. Die sind auch total verrückt. Oh weia. Und wisst ihr was? So früh kam es doch nie, aber direkt mal der Hinweis, meine Lieben. Wenn euch die Yoshi's Island Serie gefällt, hinterlasst doch einen Daumen hoch und abonniert den Katze-Kinder-Kanal. Das würde mich sehr freuen und zeigt mir einfach, dass ihr große Fans von dem Spiel seid und noch mehr Folgen sehen möchtet. So, Yoshi, mein Guter. Ich glaube, mehr gibt es hier nicht, oder? Ich habe immer so die Befürchtung, dass ich was verpassen könnte. Aber ich glaube, hier wird nichts sein. So, oh, das war Lakitu gerade eben. Er schwebt auf seine Wolke und kann auf uns schießen. Und da muss auch noch was versteckt sein, glaube ich. Egal. Wir gehen mal vorsichtig weiter und ignorieren alles, was gefährlich ist. Eine rote Münze. Sehr schön. Hey, Lakitu! Bitte fang gar nicht erst an. Danke. So, was ist da oben Schönes? Eine Blume. Gut, nehmen wir gerne mit. So, zack. Und das spucken wir da rein. Natürlich haben wir es nicht erwischt. Hey, Shy Guy, kommst du mal kurz hoch? Wir brauchen dich. So, dann holen wir dich eben so kurz ab und spucken dich da rein. Oh, nicht er. Oh nein. Dann eben du. Vielleicht passt du da rein. Oh, nicht schon wieder so ein Lakitu. Oh Mann, der nervt. Hör auf. So, jetzt. Okay. Zack, 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 zack. Wie viel kommen da noch? Wie viel kommen da eigentlich insgesamt immer raus? 7 oder 8? Ich glaube 8. Egal, wie auch immer. So, da ist was versteckt in dem O. Ja. Was ist da drin? Oh nein, oh nein, 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 nicht kaputt machen, nicht fallen lassen. Nein, 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 stopp, schnell. Oh nein. Das war jetzt riskant. Da können wir jetzt nicht stehen. Das ist spitzig. Da werden wir sonst direkt verlieren. Deswegen müssen wir jetzt darüber springen. So, und da sind, glaube ich, auch versteckte Fragezeichenwolken oder oben. Bin mir aber nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, so war das. Aber ich glaube, das sind auch nur so Sterne. Da sind keine wichtigen Sachen drin. Na, egal. Okay, konzentrieren wir uns einfach mal auf das Spiel weiterhin. Und, also tun wir ja schon die ganze Zeit, aber wir sollten weniger spekulieren. Holen uns hier noch die restlichen Münzen. Der Yoshi ist so toll. Er springt einfach mal einen Salto. So, was haben wir hier noch? Münzen, Münzen, Münzen. Unendlich viele Münzen. So. Sehr schön. Alles runterholen. Perfekt. Der Honig schmeckt so gut. Ich bin der kleine Yoshi. Der Honig schmeckt so gut. Lasst uns ein Lied singen, denn es ist lustig. Ja, ich singe manchmal wie ein Weltmeister. So, Yoshi, Achtung! Jetzt müssen wir hier aufpassen. Bloß nicht zu viel feuern. Genau, perfekt. Denn wenn wir hier eine Stampfattacke einsetzen, um die Kiste zu öffnen, verlieren wir, da der Boden unter unseren Füßen sehr, sehr zerbrechlich ist. So brüchig wie weiche Erde. Also, weiche Erde ist nicht brüchig, aber ihr wisst, was ich meine. So, bumm. Ein Schlüssel für uns. Sehr toll. Dann geht's jetzt hier weiter. Und schaut mal, zwei Kakteen, die zusammen spielen. Und wenn man dem großen Kaktus den kleinen Kaktus wegnimmt, dann ist er traurig. Schaut mal. Oh Mann, oh. Oh, der arme Kaktus. Tut mir leid. Sei mir nicht böse. Wir müssen weiter. So, jetzt gibt's eine neue Verwandlung für uns. Achtung, die wird euch gefallen. Ihr könnt schon erkennen, oder? Husch, husch. Loco Yoshi fährt die Gleise entlang. Drücke Y, um zu beschleunigen und weiche den Gegnern aus. Loco Yoshi. Ja, eine Lokomotive. Total toll. Ein kleiner Zug. Tschuf, tschuf. So, dann wollen wir direkt mal so eine Lokomotive einsetzen. Lokomotivenverwandlung. Tschuf, tschuf. Und jetzt auf die Gleise. Tschuf, tschuf, tschuf.
Wer von euch fährt denn gerne mit dem Zug? Schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht fahren auch manche von euch mit dem Zug zur Schule. Die meisten wahrscheinlich mit dem Bus, aber ich kann mir vorstellen, dass es einige von euch gibt, die auch mit dem Zug zur Schule fahren. Zum Beispiel mit der S-Bahn oder mit der U-Bahn. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr mögt. Aber schreibt bitte, 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 schreibt nicht, mit welcher Bahn ihr fahrt. Weil das soll anonym bleiben, das soll privat sein. Weil ich weiß nicht, wer Kommentare liest und deswegen stelle ich euch auch immer nur allgemeine Fragen. Gerade auch, weil das eben ein Kinderkanal ist. Und wenn ihr kommentiert, dann bitte, bitte nicht genau wo und was. Aber schreibt generell einfach mal in die Kommentare, ob ihr gerne mit der, oder ob ihr mit der Bahn unterwegs seid oder nicht. So. Die Blume haben wir uns gesichert. Sehr schön. Jetzt machen wir hier noch eine kleine Spritztour, indem wir noch nicht zum Ziel fahren, sondern hier noch ein paar Münzen einsammeln. Denn die sehen rot aus. Waren aber keine roten Münzen, komischerweise. Egal. So, dann nehmen wir hier jetzt noch den Weg. Jetzt geht's komplett nach rechts. Der Kuchen schmeckt so gut. Ich esse gerne Zitronenkuchen. Was ist euer Lieblingskuchen? Meiner ist Käsekuchen. Wer mag Käsekuchen? Manche denken, dass Käsekuchen total nach Käse schmeckt. Also die, die kein Käse essen. Ich mag zum Beispiel kein Käse. Aber Käsekuchen mag ich. Komisch, oder? Aber schmeckt ja auch nicht so nach Käse, finde ich. Ich muss jetzt sagen, ich weiß gar nicht genau, wie der zubereitet wird. Also ich meine, Weichkäse ist ja nicht, oder? Egal. Ich stelle gerade unwissende und sehr peinliche Fragen. Wo andere dann wieder sagen, oh Katze, dass du das nicht weißt. Ja, ich bin schon still. Okay, dann nehmen wir mal die Tür. Und boink, rein mit uns. So, was gibt es denn da Schönes? Gar nichts, oder? Doch, hier geht das Level weiter. Oh, Suseldusel! Wie geht's dir, Suseldusel? So. Was gibt es hier? Eier von der Blumendame da oben. Und was ist da? Ein Samen. Das heißt, bevor wir in diesen Sternenring springen, gucken wir erstmal, was da oben zu finden ist. So, boinki, boinki, boinki. Was ist hier? Oh, sehr toll. Münzen. Das war's dann aber auch schon. Na toll. Gibt es hier noch eine Münze vielleicht für uns? Nein, wahrscheinlich nicht. Ist da noch was drin? Oh, da ist noch was. Okay. Oh, ein Schalter. Ernsthaft? Oh nein, ich hätte die Stampfattacke nicht so oft ausführen dürfen. Ich komme jetzt da nicht mehr hoch. Nein. Also merkt euch bitte, spielt, wenn ihr 100% erreichen wollt, setzt hier die Stampfattacke nur zweimal ein und nicht dreimal, um den Pflock nicht ganz nach unten zu bringen. Also könnt ihr nicht da hochspringen. Den Fehler habe ich jetzt leider gemacht. Oh, eine rote Münze. Aber ich hole alles nach, was ich verpasst haben sollte. Moment, 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 Moment. Rote, rote, rote. Stopp, stopp, nein! Oh, jetzt habe ich noch eine rote Münze verpasst, weil ich mich gerade so blöd angestellt habe. Muss man leider so sagen. Och, nö. Okay, das wisst ihr. Auch da müsst ihr vorsichtig und schnell sein. Rote Münze fliegt sofort wieder weg, wenn ihr zu langsam seid. Okay. Und ich glaube, das nur so als Tipp am Rande. Moment mal. Wisst ihr was? Wenn ich doch zurückgehe und wieder reinkomme, dann müssen doch einige Dinge wieder hergestellt sein. Wie zum Beispiel, dass ich den Samen nochmal aktivieren muss für die Blume. Und dass vielleicht nochmal dieser rote Schalter erscheint. Ich guck mal. Kann sein, muss aber nicht. Übrigens, wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es in diesem Abschnitt zwei Fly Guys mit roten Münzen, die sofort wieder wegfliegen. Das nur als Tipp. Also achtet darauf, dass ihr auch beide findet. Ich glaube, das war so. Okay, da ist leider kein Schalter mehr. Das heißt, ich habe Pech. Toll, na egal. Ihr wisst auf jeden Fall, wie es funktioniert und wo man sich die roten Münzen holen soll. So, und zack, gegessen. Was ist da oben drin? Das sieht auch sehr auffällig aus. Moment, da ist nichts. Oh, da war etwas. Noch ein Schalter. Und da ist eine rote. Habt ihr gesehen? Auf der rechten Seite. Da kam noch ein roter Fly Guy vorbeigeflogen. Aber da ich ihn jetzt gesehen habe, wird er nicht mal wieder erscheinen. Denn der erscheint nur ein einziges Mal. Aber ist auch nicht so wichtig, denn ich habe sowieso die eine rote Münze verpasst und werde ich hier 100% leider nicht schaffen. Leider, leider, leider. Na egal. So schnell, Baby Mario, renn wie der Wind. Als wärst du alleine auf der Welt. Ach, keine Ahnung. Los, Baby. Oh, nein, 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 nein. Wir haben jetzt die Fassung verloren. Also, den Halt meine ich. Ach, nö. Egal.
Na, ja, ich bin jetzt... Ach, soll ich es nochmal machen? Ich überlege gerade. Ihr müsst wissen, normalerweise bin ich etwas demotiviert. Da bin ich ganz ehrlich zu euch. Wenn ich merke, ja, ich kann nicht mal 100% schaffen, weil mir eine Münze fehlt, die ich so oder so nicht mehr bekommen kann. Ich müsste das Level nochmal neu starten. Aber das will ich eigentlich nicht machen. Denn, naja, das ist jetzt kein typischer Gaming-Kanal, wie ihr wisst, wo ich jetzt wirklich jedes kleine Detail finden möchte. Wenn ich das auf dem Weg machen kann, wie hier in dem Spiel, dann ja, aber ansonsten eher nicht. Weil das ist ja immer noch mit dem Fokus hier Kinderkanal und Unterhaltung für die Kleinen. Und deswegen will ich da jetzt nicht unbedingt jedes kleine Detail aufdecken. Es gab ja schon andere Spiele, die wir gemeinsam gespielt haben. Mit super vielen Sidequests, also mit Nebenaufgaben. Habe ich aber nie gemacht, einfach weil das weniger interessant ist. Also wenn es interessant ist, dann ja, aber ansonsten... egal. Komm, Yoshi! Oh. Entschuldigung, Shy Guy. War nicht beabsichtigt. Entschuldigung, Suseldusel. Oh, da ist er wieder. Oder das ist ein anderer. Vielleicht ist es ein anderer, ich weiß es nicht. Noch einer, stopp! Bitte bleib hier! Oh, sehr gut. Und einer bleibt die ganze Zeit hier. Um den können wir uns auch gleich kümmern. So, weg mit dir. Und erwischt, sehr schön. Okay. Das heißt, es gibt also noch mehr als nur ein Fly Guy oder als nur zwei Fly Guys, sondern es gibt da drei Fly Guys, die da wegfliegen. Vielleicht sogar vier, ich weiß es nicht. Vielleicht kommt noch einer. Aber da muss man echt fix sein an der Stelle. Suseldusel, die mit Seifenblasen schießen können. Ja, die sind auch ulkig. So, was haben wir denn hier oben? Ein Blümchen. Na, sehr schön. Die ist uns sicher. Moment, ist hier was versteckt? Manchmal ist was versteckt hinter diesen weißen Puscheln, die wir hier sehen können. Ich glaube, am Ende. Da müssen wir aufpassen. So, keine Ahnung, was das für ein komisches Monsterchen war, aber das haben wir jetzt einfach weggehauen. Was haben wir hier Schönes? Vielleicht ist da noch was drin. Komm, Yoshi, du schaffst das. Ein Fragezeichenwölkchen. Sehr schön. Und was ist da drin? Ein Extra-Leben. Kann nicht schaden. Hey, 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 nicht spucken hier. Stopp. Weg mit dir. Aua, ey. Geh weg. Oh, wir können sie gar nicht mit den Seifenblasen kaputt machen. Noch eine Blume. Ich habe keine Eier mehr. Nein, ich habe keine Eier mehr. Ich brauche Eier. Kann ich bitte Eierersatz haben? Du schon wieder. Hey, Lakitu kommt echt die ganze Zeit. Noch eine rote Münze. Oh, hier gibt es so viele noch zu holen. Oh, noch eine. So. Oh, nicht mal erwischt. So. Und Achtung, hier ist was. Nehme ich ein Dieb. Egal. Schau mal, jetzt fehlt mir... Ja, die eine Münze, die ich leider verpasst habe. Okay, wir wissen ganz genau, wo es die letzte Münze zu holen gab. Und ich habe auch einen Sternpunkt verloren, weil mich der Dieb berührt hat. Okay, egal. Nicht mal ein Bonuslevel gibt es als kleinen Trost. Schade. Aber egal, denn wir haben das Level geschafft. Gemeinsam gehen wir jetzt weiter in die nächste Welt. So. Brauner Yoshi, bitteschön, du bist an der Reihe. Schöner Staffellauf. Oh, wie es aussieht, geht es mit dem braunen Yoshi jetzt in eine Höhle. Okay. Ich bin auf jeden Fall bereit. Höhlenchaos. Oh, weia. Ach, das ist das Level. Das ist total lustig gemacht, finde ich. Und da muss man auch aufpassen, denn es gibt da irgendwie so eine Stelle... Oh, eine Stelle im Spiel, also in dem Level, wo man nicht unbedingt drauf kommt, dass es da versteckte Münzen gibt. Die zeige ich euch, außer ich verpasse sie selbst. Ich weiß es jetzt nicht. Ich werde mir Mühe geben. Hallo, das bin ich und meine Frau. Ich bin der Gustav und das ist meine Frau Gustava. Hallo, willkommen. Magst du uns aufessen? Ja, bitteschön. Okay, guten Appetit. Dankeschön. Hm, lecker. Gustav und Gustava, die Shy Guy Familie. Hättet ihr sie jetzt so gelassen oder hättet ihr sie auch als Yoshi auch aufgegessen? Oh, schaut mal, das sind die Drillinge. Trick, Trick und Track. Okay, hallo Tick, hallo Trick, hallo Track. Okay, tschüss. Hier wohnen echt viele Shy Guy Bewohner. So, was ist da oben? Ach, da ist nichts mehr, okay. Da müssen wir theoretisch nicht mehr hoch. Oh, was ist denn da? Mal gucken. Bing, bong. Oh, da ist noch was versteckt. Da will ich noch mal kurz hoch. So.
diese schöne Lounge-Musik. Diese Musik, die ihr gerade hören könnt, die läuft vor allem in Welt 3 super oft. Die läuft vor allem in solchen Wasserlevel. Das wirkt immer so total idyllisch, findet ihr nicht auch? Oder geht's mir so? So irgendwie so Sonnenuntergang, Strand, nee, irgendwie so mehr tropisch, irgendwas Tropisches. So ein Pfirsich-Cocktail, lecker. Und dann noch die Musik dazu. Sonnenuntergang, alles so rot eingehaucht. Oh, ich glaube, da geht's weiter. Da bin ich noch nicht hoch. Mir fehlen noch ein paar Münzen, glaube ich. So. Oh, eine Eiermaschinerie. Eine Eiermaschinerie. Auf seinen Titel muss man auch erstmal kommen. So, Münze eingesammelt und wir katapultieren uns nach unten. Mit einer Stampfattacke. Und nochmal. So, was gibt es hier Schönes? Münzis. Und bang. So, was ist da drin? Ein Schlüssel. Wofür auch immer. Wir werden schon die Verwendung dafür herausfinden. So, jetzt kann ich da zwar weiter, aber... Ach doch, ich habe genug Münzen, ich meine Eier. Dann ab geht's in die Höhle. Jetzt kommt erst wirklich die Höhle. Geheimnisvoll. Geheimnisvoll und sagenumwoben. Die Höhle hier in Yoshi's Island. Hier gibt's einmal was Verstecktes, ja. Ein Trampolin, das kann man auch sehr schnell mal verpassen. Da gibt's aber nochmal so eine Stelle, wo man... Oh, Moment. Ein Bonuslevel für uns. Bitte, bitte, bitte ein schönes Bonusspiel. Nicht mehr diese Ballonspiele. Melonenkerne spucken, das ist toll. Nimm einen Knatterkürbis in den Mund und spucke die Kerne auf deinen Gegner. Wenn seine Energieanzeige auf 0 steht, hast du das Spiel gewonnen. Sehr schön. Schaut mal, das sieht aus wie ein Yoshi. Ich weiß nicht warum, aber es ist ein Dieb mit einer Yoshi-Maske. Und auch er kann mit Melonenkürbissen spucken. Eigentlich ist es ein total cooles Spiel. Oben rechts ist seine Lebenanzeige, unten links, oben links meine. Und wir knattern uns jetzt gegenseitig die Melone zu. Na, wenn das nicht cool ist, dann weiß ich auch nicht. Autsch. Hey, du Knatterkönig, komm hier runter. Zeig dich. Na toll. Knatterkönig, stopp. Boah, der ist ziemlich fies, der hat sich gut versteckt. Also der ist nicht einfach zu bezwingen, muss ich schon sagen. Autsch. Beide haben wir uns erwischt. Oh, eine Feuermelone. Wow, die hatten wir doch, glaube ich, noch gar nicht im Spiel, oder? Die ist auch toll. Boah, direkt verbrannt. Und wir kriegen eine Feuermelone als kleinen... Also, was heißt als Trostpreis? Als Gewinn. So, jetzt holen wir uns hier noch was. Ein Blümchen. Und spring da runter. Uiuiui, da habe ich jetzt was verpasst. Kurz hoch. Gut, sehr schön. Dann haben wir soweit hier alles gefunden. Und hier ist, glaube ich, was versteckt. Doch nicht. Dann gehen wir da runter. Da ist nichts. Okay, dann ist hier der Sternring. Oder war hier noch... Irgendwas war hier doch. Irgendwas ist da in meinem Kopf, dass hier irgendwas war. Ah, nochmal zurück. Oh nein, mein Baby erwischt. So, egal. Wir kriegen später sicherlich noch irgendwo Sternpunkte. Ah, Moment, hier gibt es noch eine Zwischenetage. Die sollte ich mal versuchen zu laufen. Boah, Kanonen, Kanonen, Kanonen. Achtung. Die kommen, glaube ich, auch nur in dem Level vor, oder? Kommen später nochmal Kanonen? Ich überlege gerade. Doch, Kanonen kommen nochmal. In der vorletzten Welt kommen Kanonen. Ja, ich kenne das Spiel wirklich ziemlich aus... Also nicht auswendig, also... Nicht jedes Detail, aber ich kenne ziemlich viele auswendig. Traurigerweise jetzt nicht unbedingt jedes Versteck, muss ich ehrlich zugeben. Also sonst, weil ich habe so das Gefühl, dass es hier noch ein Versteck gibt und ich vielleicht sogar dran vorbeigelaufen bin. Aber ich sehe gerade nicht auf Anhieb, wo ich was verpasst haben könnte. Das ist mein Problem gerade. Na egal, vielleicht kommt es noch. So, hoch mit uns. Da müssen wir jetzt nach rechts. Achtung. Sehr schön. Und vorbei. Tschüss. So. Nächster Abschnitt. Und 30. Okay. Gut, dann haben wir es soweit geschafft, oder? Was ist das jetzt für ein Abschnitt? Vor allem die Wasserfälle da im Hintergrund. Die sind auch interessant. So, und schon wieder dieses komische Ding. Ich weiß gar nicht, was es für ein Ding sein soll. Die kann man auch nur mit Eier bezwingen.
So, komische Geister, die auf und ab schweben. Eigentlich sind das die Grinsegeister, nur aus einer anderen Perspektive. Da, als Kind dachte ich immer, das sind ganz andere Geister, aber eigentlich sind das die gleichen, die so seitlich vorbeischweben. Nur, ich wiederhole mich an dieser Stelle, aus einer anderen Perspektive. Schaut mal, wie schön! Dieser Hintergrund hier erinnert mich sehr stark an Welt 3, aber die kommt in der übernächsten Folge. So, wow. Hallo, Sushi. Hallo, Sushis Bruder. Autsch. Hey, fies. So was macht man nicht. So, jetzt gibt es hier noch was. Verstecktes. Zack, und Ei drauf, ja. Sehr schön. Schöner Schuss gewesen. Die vorletzte Blume anscheinend. Eine muss es noch geben. Und hoffentlich noch ein paar Münzen. Weil rote Münzen haben wir auch noch nicht alle. Oh, 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 Moment. Hey, oh. Okay. Kommt hier nichts mehr? Oh nein, eine Blume. Hilfe! Oh, da ist was Verstecktes. Ein Leben. Hey, wir sind jetzt am Ziel. Irgendwas haben wir vergessen. Aber was? Eine Blume und vier Münzen? Ich wüsste, wo die sind. Ich weiß, wo die sind. In der Höhle gab es doch die Stelle, wo man diese brüchige Erde kaputt machen kann. Die müsst ihr auf der linken Seite auch nochmal kaputt machen. Da erscheint ein Fragezeichenblock und dahinter ist eine Tür. Hinter dieser Tür ist die letzte Blume und drei bzw. vier rote Münzen. Oh, warum fällt mir das erst jetzt ein? Ah! Merkt euch das bitte, wenn ihr das Spiel spielt. Da ist die Stelle. Oh nein, wie peinlich. 86 Punkte. Na egal. Danach ist der pinkfarbene Yoshi dran. Und ich sage an dieser Stelle, danke fürs Zusehen. Rechts unten kommt ihr zur nächsten Folge von Yoshi's Island. Rechts unten gibt es einen Videovorschlag. Einfach drauf tippen und ihr kommt direkt zu den Videos. Ansonsten, nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr auch keine Videos mehr verpasst. Wäre echt schade. Klickt dazu links auf das Katzensymbol, wo der rote Pfeil zeigt. Und dann auf Abonnieren. Würde mich sehr freuen. Bis bald. Bye.